Mein Name ist Franz Georg Bernhard. Ich bin Schuhmachermeister zu Leibnitz. Schuhmacher bin ich seit 1979, da habe ich Lernen angefangen. Die Lehre ist ganz normal 3 Jahre Lehrzeit mit Berufsschule in Fürstenfeld damals, dann 3 Jahre Gesellenzeit, Meisterprüfung und dann kurz dahin. Und mein Lehrmeister hat mich schon deswegen aufgenommen, weil er einen Nachfolger wollte. Und hat einfach gefragt bei meinen Eltern, ob ich Interesse habe, das zu machen. Und habe ich gesagt, ja, mache ich. Und er ist dann in Pension gegangen und ich habe das Geschäft übernommen. Also, ich habe einen Lehrling gehabt da einmal. Das ist auch okay. Aber ich habe für mich genug Arbeit. Ich arbeite gerne allein. Da kann ich, das ist ein meditativer Zustand. Wenn ich da für mich dahin werkle. Es macht dann Spaß, irgendwas, was hin ist, wieder reparieren, dass man das wieder hinkriegt, wieder gebrauchsfähig macht, dass die Leute Freude haben, dass sie nicht alles wegschmeißen brauchen. Das ist schon eine Freude, ja. Ich bin grundsätzlich einer, der mir nicht fürs Wegschmeißen ist, nicht nur weil ich da lebt davon, aber auch bei allen Dingen, nicht nur Schuhe, bei allen. Aber leider werden die Sachen so gemacht, dass man es nicht mehr reparieren kann, oder dass es nicht mehr auszahlt, leider. Einfach aus Gründen, erstens einmal, weil ein Haufen Müll zusammenkommt und weil man gewisse Stickel, die hat man dann gern oder man ist es gewohnt und dann soll man es weghauen. Nur weil es jetzt kaum 50 Jahre schon ist es hin, das darf sich gar nicht geben. Geht es mir gut. Ich sage immer, es wäre Sünd, wenn ich jammern würde. Es kommt darauf an, was für Ansprüche das man stellt. Ich verdiene mehr, als ich brauche, weil ich das einfach noch dann reguliere. Wenn ich ein Yacht will in Kroatien unten, dann verdiene ich zu wenig. Wenn ich mir nur mal ab und zu ein neues Waffenradl kaufen will, dann verdiene ich mehr als genug. Nein, ich lebe gut. Also man kann schon leicht davon, so ist es nicht. Wozu soll ich mit jemandem tauschen? Weil ich dann mehr Geld habe, wozu brauche ich es? Ich brauche es nicht. Weil ich ein großes Haus habe, brauche ich auch nicht. Tolles Auto. Eine Riesenfirma mit 500 Angestellten. Schlaflose Nächte. Brauche ich nicht. Also auf die Idee war ich gar nicht gekommen. Ich mag meine Arbeit gern. Ich mag mein Leben. Im Großen und Ganzen, wie es läuft. Ich mache es selber. Wenn ich es nicht mehr wollte, müsste ich es ja anders machen. Es kommt da keiner und fragt, ob ich tauschen will. Nein, ich würde es auch nicht tun. Ganz sicher nicht. Da kann der, ich weiß nicht, wer kommen und würde es nicht machen. Ganz sicher nicht. Würdest du mit mir tauschen wollen?